Willkommen zurück bei 7 Days to Dying. In der Alpha 15 an das Ganze. So, wir haben ja hier zwei schicke Wassertürme, hier vor uns die Stadt eben dementsprechend. Wassertürme reichen mir aber persönlich nicht zu. Sage ich ganz ehrlich. Zum Übernachten jetzt, denn können wir es machen. Das wäre jetzt, denke ich mal, kein Problem da. Wenn nicht, machen wir uns dann noch eine Leiter bis ganz hoch. Was können wir erstmal hier entbehren? Scrap. Dann muss ich hier erstmal eine Kiste mitmachen. Scrap Iron Chest, das Ganze. Kann ich den nämlich erstmal hier hinstellen und möchte mal da drin entleeren. Geht jetzt die Gradzahl runter? Ja. Können wir uns nämlich auch noch ein bisschen was basteln. Vier leere Gläser können wir erstmal, Snowberries, können wir erstmal ein bisschen was essen hier. Doch, Bottle Water habe ich ja noch. Drink. Dann kann man da auch erstmal noch was uns zu uns nehmen. Let's go. Aber ihr könnt weg hier. Weil dann kann ich so oder so noch ein paar Arrows machen. Machen wir erstmal 75 Stück. Und noch eine neue Stone Axe erstmal. Ganz genau. Und wenn wir das durch haben, dann können wir uns noch einen Bodenbohr machen. Ja. So, weil dann würde ich sagen, dass wir erstmal wieder vor zur Straße mit galoppieren. Ach, das sind Dings. Ich habe gedacht, das sind Steine, ey. Das mag den hier gerade in der Rucksack. Wie es heute mit der Aufnahme läuft. Immer noch nicht ganz optimal, aber ich habe schon gelesen mit Lex oder sowas, denn ich muss doch mal das Spiel nochmal neu installieren, denn ich habe es vor meiner Experimente nochmal zwischendurch nochmal neu installiert gehabt, komplett. Aber das muss ich wohl jetzt auch nochmal mitmachen. Ich glaube, ich hatte die allererste B88 damals neu installiert gehabt. Ja. Aber jetzt muss ich doch wahrscheinlich doch wieder in den sauren Apfel beißen. Denn da dann doch nochmal das Ganze neu zu installieren. Mal gucken, wann ich das mal zwischendurch hinkriege hier. Ja. Bist du jetzt hier runtergefallen? Ja. Ganz schön laut hier, ey. Kannst gleich liegen bleiben. Hat er nicht mit aufgenommen, dieser. Den aber dafür. Ah, nee. Ich bräuchte zwar auch Fleisch, aber. Ich will ja erstmal ein bisschen auf Erkundungstour gehen hier. Und eventuell doch mal ein, zwei Zombies mitnehmen. Vielleicht haben sie doch mal was Interessantes mit dabei. Weil ich laufe dann ein bisschen außerhalb rum hier mal. Das dann doch nicht. Falls doch Hunde lauern sollten. Gehen wir mal hier ein bisschen weiter weg. Sind ja immer da ein bisschen auf den Berg gegangen hier. Ja doch, ich muss das Spiel nochmal neu installieren. Die Legs da. Ich habe ja jetzt schon eben dementsprechend was die CPU-Last runtergenommen von der Aufnahme her. Und auch schon ein bisschen die Grafik ein bisschen runtergeschraubt.
Das wird, denke ich mal, damit dran liegen, denn oder hoffentlich mal. Weil im Hintergrund läuft zurzeit überhaupt ja nichts außer OBS. Da geht noch was hoch. Ein Fortschuss wäre vielleicht das Optimalste, sag ich mal. Na, gibt's denn sowas hier? Ich würde doch bloß den Stein haben. Ja, wenn ich mir das so angucke, ist es doch eine. Ja, doch, ne, ist eine normale Stadt von der normalen Größe her. Ach ne, da ist bloß ein Kleefeld. Ja, das Livestream werde ich leider aufgeben, weil ich habe heute. Heute ist Montag, wo ich die Aufnahmesession mache. Weil sonst habe ich eigentlich immer sonntags aufgenommen. Zumindest so, ja, um die 3-4 Folgen. Und das fehlt jetzt irgendwie. Und jetzt stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch, eben dementsprechend mit den Folgen her. Muss jetzt ganz ungewohnt eben. Sonst habe ich immer sonntags 3 Folgen aufgenommen, wo ich sagte, dann war ich eigentlich, hatte ich immer noch so eine Folge oder sowas im Vorlauf gehabt. Also für den Montag jetzt. Eben. Und dann konnte ich eben, wenn ich Sonntag aufgenommen habe, 3-4 Folgen, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, bis Mittwoch, Donnerstag dann eben dementsprechend, Montag hatte ich noch gehabt, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, ja doch, bloß bis Donnerstag, Donnerstag oder Freitag, kam immer drauf an, eben das Ganze überbrücken. Eben, und habe dann in der Woche, wenn ich mal Zeit gefunden habe und Lust und Zeit eben dementsprechend da mal mit aufgenommen, eben dann auch wieder 3-4 Folgen, sodass eben dementsprechend meine 7 Folgen voll waren. So, jetzt stehe ich aber ja vor dem Problem. Gestern am Sonntag Livestream gemacht, nicht aufgenommen. Dass ich heute das erste Mal ja doch nicht unter Zwang aufnehme. Aber es macht mir immer noch Spaß, also so ist es ja nicht. Also. Aber wo ich eben dementsprechend eigentlich nicht mit im Hinterkopf mit geplant hatte, eben. Wo ich sage, Zeit habe ich heute an dem Montagabend auch noch jede Menge, aber. War eben so vom Kopf her nicht geplant gewesen und das hat mich ein bisschen irritiert gehabt. Also werde ich das Ganze einstellen. Und der zweite, noch viel wichtiger Grund ist eigentlich, dass die Qualität doch unterirdisch ist. Eben von dem Livestream. Also was vor allen Dingen Ton und Bild eben angeht, aufgrund einer extrem miesen. Oh, Schneegebiet, ey. Da ist auch eine Kreuzung noch mit. Dann ist hier oben das. Na, gehen wir mal da mit hin. Vielleicht steht da was Gutes. Ne, und wie gesagt, aufgrund der echt miesen Verhältnisse von der Übertragungsgeschwindigkeit her. Lasse ich das erstmal. Mal gucken, ob ich da eben mit meinen verschiedenen Internetanbietern mal reden kann. Ja, verschiedenen, weil zurzeit 1 und 1 umgestellt. Und vielleicht kann man da wieder auf der Telekom damit zugehen. Aber wie gesagt, die Leitung liegt ja so oder so nicht. Mit SkyDays ist es jetzt auch nicht wirklich besser. Ich hatte mich mal informiert gehabt. Da, und vor allen Dingen auch zu teilweise bei uns hier zu Preisen, da schlagerst du doch schon mit ein bisschen mit den Ohren. So, ins Schneegebiet möchte ich eigentlich nicht rein. Ach, hier hinten ist bloß ein Zeltlager, gut. Also war das schon mal ein.
Nicht. Hase. Ja, Häschen haben sie auch farblich ein Stückchen gekriegt, ey. Da. Klaut doch bestimmt hier die Eier raus, ey. Schon wieder. Ein bisschen weiter so rein hier. Na, da kommt der nächste an. Ich will doch hier bloß erkunden ein bisschen die Umgebung, wo ich mich in der Nähe von der Stadt niederlasse. So. Gleich nachher noch ein Vogelnest. Und mit Fehlern habe ich jetzt auch so schon so mein Glück gefunden. Holz gibt es auch hier jede Menge. Wasser habe ich zwar noch nicht in Puro vor mir gefunden, nur in. Oder habe ich schon mal Wasser irgendwo gesehen? Na gut, ich habe hier Schneebiom, das reicht auch zu. Und wenn nicht, habe ich hier eben dementsprechend ja die. Oh, hier hinten schon. Eben dementsprechend die Wassertürme. Das reicht eigentlich auch zu. Kann man ja eigentlich auch genügend raus schöpfen. Jawohl, oh, ja. Das Korb in vernünftigen Bogen habe ich auch schon jetzt. Gut. Was heißt ein vernünftigen Bogen? Aber zumindest ist es kein Grauen mehr. Kann ich währenddessen kriege ich noch Zähne hin hier? 10, nicht 17. Und dann zumindest mal ein bisschen hier. Hat mich jemand verfolgt hier? Oh. Ne, dann zieht so. Haben wir noch ein bisschen Eisen mit. Dass ich ein paar Stone Axes noch mitmachen kann. Ja, die brauche ich eigentlich auch noch mit. Eigentlich mehr von den Fasern bräuchte ich. Und die ja so oder so verloren gehen. Stück Essen hier. Also Federn habe ich, denke ich mal, hier 232 da schon wieder. Wenn wir hier zwischendurch mal scrappen. Was ist denn mal in austauschen hier? So, dann können wir dich da oben reinsetzen. Sammeln wir mal hier noch ein bisschen an Fasern. Dass ich dann noch mich gleich noch, wenn ich hier rumgehe, noch ein bisschen mit hochskillen kann. Mit Werkzeug denn. Nummer 23. Ah, oder 10 Stück hier. 107, auch da kann man noch ein bisschen. So, welche Richtung bin ich denn jetzt hier unterwegs eigentlich? Da ist die Stadt. Ich habe mir auch eine Markierung gesetzt. Ach, seht doch mal, bevor mich hier wieder ein Jahr ausschimpfen hier. Ich tue sie zumindest erstmal craften. Oh, ein Gefängnis. Haben wir hier auch schön stehen. Könnte man ja auch schön nutzen, ne?
Jetzt überlege ich echt mal jetzt. Steht das ein bisschen außerhalb, oder? Dann steht zwar noch ein Haus, aber... Es war riesengroß wegen Verteidigung. Was ich immer so bisher hatte. Aber ist schon so weit hochgezogen. Man braucht keine Mauer mehr ringsherum ziehen. 33 Grad hier, warum? Plus 2, ja. Machen wir das hier aus. Oh, hier ein Achtershirt. Weg damit. Hundefutter. Auf den Dings kann ich auch verzichten. Auf den einen Iron. Seht ihr, naja. Zähne nochmal craften. Was haben wir noch? Wir haben immer noch unsere eine Bandage. Da brauche ich die zum Böse da nicht mit umlegen. Aber das wäre echt mal. Ach, schade, dass das so mittendrin liegt. Wo das sollte ja eigentlich auch kein Problem sein. Ich weiß ja nur nicht, wie das mit dem Loot Respawn ist dann nachher. Ob da denn eine Hinderung denn ist. Oder ob das eigentlich Schnuppe ist. Da haben wir noch einen Friedhof noch. Ja, haben eigentlich schon soweit alles mit vertreten hier. Haben wir irgendwo einen Weg übersehen? Ne. Ich und mein Kuh, ey. Jetzt sind wir schön orange. Packen wir zumindest den in Orange dann schön hier mit rein. Reicht das auch erstmal, dass wir da ein bisschen was Stone Extra machen, aber da noch mit irgendwo hinpacken dann. Nicht gut. Also ich habe das Gefühl, dass die Bären weniger geworden sind. Aber wo ist er denn hin? Zombie? Bärchen, da versteckt er sich. Ach, hier haben wir auch noch Steppe, ey. Das ist ja mal richtig schön, ja. Grünes Steppe, Dingsbiom. Schnee. Ja. Wie kann man denn nicht auf Schnee kommen, ja? Ja, das sieht wieder da hoch, ja. Das ist doch mal alles blöder. Prometenweg hoch. Weil wie gesagt, ich will eigentlich in Richtung irgendwas Häusliches mir ausbauen. Zumindest erstmal. Ich habe jetzt keinen Bock hier mir schon eine richtige Base zu basteln. Hier kann man sich ja dann Stück für Stück mit aufbauen. Wenn man denn irgendwo was gefunden hat. Ich habe mich doch schon ausgezogen, fast nackig hier. 0 Grad. Minus 3. Plus 1. Minus 2 jetzt sicher. Muss ich mal gucken, was ich noch so gefunden habe, dass mir das ein bisschen... Ah, ich habe das T-Shirt verwertet, war. Ich bin ja mein Drops, ey.
Das ist doch mal schade. So, dann beenden wir unseren Rundgang Teil 1 hier erstmal. Und dann sehen wir uns bis morgen, kommt dann der Teil 2 denn. Also, ciao dir erstmal.